das ist eigentlich jetzt wirklich das Geheimnis von Big Mac, die Big Mac Soße. Genau. Und da kommt noch mehr rein beim neuen genau. Big Mac. Das heißt quasi eine Big Mac Pistole. Genau. Absoluter Fachbegriff, ja. Der Besuch bei McDonald's, der soll künftig anders sein. Erstmals werden die Geschmäcker der klassischen Mackie-Burger verändert. Ob man da tatsächlich einen Unterschied schmeckt und wie die neuen Burger in der Küche zubereitet werden, das schaue ich mir jetzt an. Jetzt drehen Sie erstmals an den Geschmacksschrauben der klassischen Burger. Was hat Sie dazu bewegt, diesen außergewöhnlichen Schritt zu setzen? Ja, wir wollen unseren Gästen zukünftig noch einen besseren Geschmackserlebnis bieten, noch heißere, saftigere und geschmacklichere Burger in Zukunft. Das betrifft nicht nur den Big Mac, sondern alle Klassiker, die man so kennt. Ja, tatsächlich. Also wir verändern sozusagen nicht nur den Big Mac, sondern wir greifen auch den Hamburger, Doppel-Cheeseburger, Filet-O-Fish und so weiter an. Was genau verändert sich geschmacklich? Zukünftig werden wir den Zwiebel direkt aufs Fleisch garnieren, das heißt nicht mehr in der Küche, sondern direkt am Griller. So können wir noch ein besseres Geschmackserlebnis bieten. Wir haben eine neue Rezeptur bei unseren Buns, das heißt, die sind noch fluffiger und weicher. Und beim Big Mac werden wir auch mehr Soße garnieren, das heißt, die Rezeptur von der Soße bleibt ident, jedoch wird mehr Soße in den Big Mac garniert. Betreffen diese Geschmacksveränderungen jetzt nur Österreich oder ist es sogar international jetzt, dass da was verändert wird? Ja, es wird tatsächlich weltweit verändert. Warum? Weil ja der Big Mac in jedem Land gleich schmecken soll und deswegen wird wirklich jedes Land auf der ganzen Welt, die McDonald's haben, die Rezeptur verbessert. Sonderlach, und jetzt wird's wirklich ernst. Wir machen den Test. Wir haben hier einerseits den alten Big Mac zum Vergleich, damit wir wirklich merken, was sich getan hat, und auf der anderen Seite den neuen Big Mac. Und ich werde jetzt gleich mal in den alten reinbeißen. Mhm. Klassischer Big Mac, wie wir ihn alle kennen. Der neue Big Mac. Mhm. Geschmacklich sehr ähnlich. Aber man merkt auf jeden Fall mehr Soße. Man hat sofort mehr Soße im Mund. Und dadurch ist dieser klassische Big Mac-Geschmack dann noch intensiver. Also keine Riesenänderung. Ich glaube, hätte ich jetzt nicht den alten Big Mac daneben, würde ich wahrscheinlich den Unterschied sehr schwer merken. Aber im direkten Vergleich merkt man schon, der neue ist saftiger, intensiver im Geschmack, mehr Soße und etwas weicher. Und wie der Burger tatsächlich zubereitet wird, das werden wir uns jetzt anschauen. Wir machen unseren eigenen Burger. Sehr gerne. Zuallererst Hygiene im Vordergrund, Hände waschen. Du hast zwei Hände, aus dem Grund am Anfang. Die Hände sind desinfiziert und jetzt geht's wirklich los. Ab in die Küche, ja. Du wolltest einen Best Burger Big Mac. Ich würde sagen, wir machen gleich den neuen Big Mac, den ich auch probiert habe. Brote sind ja drinnen, unter der Folie abgedeckt, damit es austrocknet. Einfach einen von den Buns herausnehmen. Ja. Genau, du hast drei Teile. Drei Teile? Genau, einmal Oberteil, Unterteil, Mittelteil. Ja. Und hier haben wir eine passende Dose dafür. Fangen wir mit dem Oberteil an. Oberteil, Schnittrichtung zu dir, ja. Hinten reinwerfen, perfekt. Mittelteil einfach hier hinein, hier ist egal welche Richtung. Und das Unterteil, Schnittrichtung nach innen, vorne reinwerfen. Brot ist getoastet, sehr heiß auch, muss man genau, sagen. Genau, mindestens 77 Grad, also wir wollen je heißer, desto besser. 77 Grad? Ja, damit es einfach einen extrem guten Geschmack hat und gut karamellisiert. Die Big Mac Soße eben eine mehr Menge jetzt, ja. Damit die köstliche Soße sich noch mehr im Burger verteilt und du noch mehr davon hast. Das heißt, das ist eigentlich jetzt wirklich das Geheimnis von Big Mac, die Big Mac Soße. Genau. Und da kommt noch mehr rein beim neuen. Genau. Einfach um wirklich den Geschmack noch zu intensivieren. Nehmen im Prinzip so am besten und immer, dass es eben über den jeweiligen Teil immer mittig ist. Probier es einfach einmal. Das heißt quasi eine Big Mac Pistole. Genau. Absoluter Fachbegriff, ja. Und einfach nur senkrecht drüber halten und dann jeweils einmal. Also schön senkrecht, ja. Perfekt, einmal ja, genau, perfekt, ja, und einmal noch auf den Mittelteil, großartig. Das heißt, die Portionsgrößen auch sehr genau abgestimmt. Ganz genau, weil bei der Menge, die wir produzieren, wenn wir zu viel hergeben würden, wäre es natürlich jetzt nicht gut, weil es natürlich ein Schwund wäre. Wenn es zu viel ist, kann es natürlich auch dem Gast dann nicht mehr schmecken vielleicht. Ja. Ist immer die richtige Menge nötig, wir kalibrieren auch regelmäßig. Wir trainieren die Mitarbeiter immer mit einer Waage, damit sie ein Gefühl bekommen, wie viel das ist. Ja. Wichtig ist natürlich, dass es auch optisch gut ausschaut, dass der Big Mac schön befüllt ist mit dem Salat. Nicht zu viel wahrscheinlich. Nein! Normal bin ich eigentlich nicht so ein Salatmensch, aber in dem Fall ein bisschen mehr können wir noch reingeben. Wirklich, ja? Ja. Eine Scheibe, wie viele genau. Käsescheiben? Eine Scheibe, genau. Ja. Und dann noch abschließend zwei kleine Gurkenscheiben auf zwei Mittelteil. Kleine Gurken aufs Mittelteil. Perfekt, links, rechts, super. Jetzt muss natürlich der Käse auch noch erhitzt werden, oder? Nein. Durch das, was im Prinzip jetzt passiert, nämlich wir legen das Fleisch drauf
Und durch das heiße Fleisch und da der Käse jetzt schon eine Temperatur mindestens 16 Grad hat, schmilzt beides perfekt. Wenn er zu warm werden würde, kriegst du ihn gar nicht mehr auseinander. Und wenn er zu stark schmilzt, einfach ein Fleisch nehmen. Und man sieht hier, der Zwiebel ist schon oben, der wird mitgebracht. Oh ja, das ist das Beste. Früher habe ich angefangen, dann war das noch so. Es ist im Prinzip so, wie wenn die Oma Gulasch macht. Du dünstest das mit am Fleisch und du riechst und schmeckst einen Riesenunterschied. Und das ist jetzt neu? Ist auch neu. Also wir haben es früher gemacht, dann wurde es abgeändert, aber wir sind wieder zurückgekommen, weil es geschmacklich einfach einwandfrei ist. Und zwar einmal auf den Käse und einmal auch auf die Gurkenscheiben. Jeweils immer eins, genau. Und im Abschluss einfach nur den Deckel zumachen, genau. Bock schließen und der Big Mac ist fertig. Wow. Schaut aber sehr groß aus da jetzt. Ja. Und dir macht dein Beruf auch sichtlich Freude. Absolut. Oh ja. Es ist einfach genial. Es sind die tollen Leute, es sind tolle Produkte, es macht dann Spaß und sowas wie heute ist einfach eine tolle Abwechslung. Und mein erster Big Mac selbst gemacht in der McDonald's-Küche. Ein Traum wird wahr für mich. Sehr gerne. Und wenn du noch was suchst, hast du immer wieder. Dankeschön. Guten Appetit.